Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind wieder bei Tomb Raider. Wir sind hier irgendwo drin gelandet, wo ein paar Gegner sind. Und die halten Ausschau nach mir. Ja, noch auffälliger am besten. Hä, wo sind sie hin? Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich höre wen, aber ich sehe niemanden. Schnell aufmachen. Was war das? Ich übersehe. Haha, er läuft bei mir, läuft bei mir. Vielleicht sollte ich die ein bisschen schneller töten. Nächster. So, noch irgendwelche Gegner hier. Irgendjemand auf die Fresse oder was, hä? Hm? Nee, Forschungslager. Alles klar, guck einfach hin, ne? Aber keine Probleme mit. Sportbogen. Waffe modifizieren. Compound. Bogen zu Sportbogen. Jetzt habe ich einen Sportbogen. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Naja, wenn sie meinen, dass ich das brauche, dann brauche ich es bestimmt. So, was ist das hier? Explosive Pfeile. Uiuiui. Was ist das hier? Gegengewicht. Aha. Kann doch nichts ausbessern. Vögel, Alter. Mit 140 Bergungsloot, ne? Als ob. Okay, gucken wir mal rum. Vielleicht können wir hier wieder was öffnen. Schrank, nein. Aber ein Buch lesen, ja, toll. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Okay, okay, okay. Derselbe Soldat. Und wieder erwähnt er die Oni. Sind sie vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Diese Riesengegner. Oh. Werden wir die wiedersehen? Wir werden sie zwar nicht besiegen können. Niemals. Schätze ich. Aber. Wenn wir hier schon wieder von denen hören. Da liegt eine Leiche. Ich nehme an, es ist eine tote Leiche. Warte mal, ey, warte mal. Da drin hängen noch mehr. Alter, die sind alle so pervers. Die lassen das einfach hier rumliegen. Diese Schweine. Ich mach mal die Tür da hinten auf. Zur Sicherheit. Ich hoffe, es hört mich dann keiner. Falls da hinten noch welche sind. Aber ich glaube, das ist ganz praktisch, wenn ich das hier aufmache. Da unten ist Elektrizität, die aber noch nicht ins Wasser kommt. Ich bin gegen eine Leiche gesprungen. Umdrehen. War da irgendwas? Nö. Da hängt zwar einer, aber ich würde mal sagen, ist nicht unser Brei. Wir eben gucken, was dahinter ist. Aha. Irgendein Scheißraum. Und hier sind irgendwelche Schienen. Machen wir das mal an. Beziehungsweise offen. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Ich habe das Gefühl, dass es gleich wieder ernst wird. Das Licht alleine geht mir schon auf den Sack. Warum geht denn der Scheiß nicht kaputt? Kann ich das hier aktivieren? Kann ich das hier aktivieren? Bitch.
Ja, kann ich. Das ist der Aufzug, der nach unten geht, weil die Türen zu sind, nehme ich an. Aber was mache ich denn jetzt am besten? Warte, guck mal hoch, Lady. Ich muss einen Weg nach unten finden. Irgendwie kann ich hier drauf, aber wozu? Achso, die Türen kann ich nicht öffnen. Alles klar, dann muss ich ja wohl das Ding hier aktivieren und mit dem Aufzug da unten fahren. Der Aufzug steckt fest. Ziemlich brüchig, wie es ausschaut. Gut, dann machen wir das mal wieder betriebsfähig. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Moment. Ich habe ganz vergessen, meine Kopfhörer ein bisschen leiser zu drehen. So, mit Wucht nach unten befördern. Ich kann so schlecht nach oben gucken, ja, echt ohne Witz. Hier kann ich nichts machen. Hier wahrscheinlich auch nichts. Ich muss irgendwie da durchkommen. Na toll. Schön, dass du das gemerkt hast, dass du da irgendwie durchkommen musst. Sprengen kann ich das nicht zufällig, oder? Ich gehe einfach mal hier durch. Das sieht für mich nämlich nach einer Einladung aus. Die wollen mich doch. So. Da ist die Tür. Kann ich die von dieser Seite... Ja, die kann ich schon mal aufmachen. Komme ich auch wieder zurück, falls ich schnell zurück muss. So. Falls ich mal flüchten möchte. Dass man hier mal so rätseln muss, ne? Also es ist irgendwie ein Spiel, das Elemente von Assassin's Creed hat. Weiß ich, von Zelda. Aber erstmal lesen jetzt hier. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Warte, stop. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Stop. Nein, Scherz. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären. Ich muss weiter. Ich muss das Ganze hier lösen. Ich muss hier weg mit meinen Freunden. Hier war mal weiter nach oben, bevor ich diesen Automaten aktiviere. Au. Warte mal, da ist eine Leiter oder so. Ich will aber einmal kurz versuchen, hier hochzuspringen. Moment. Da dran. Haha. Das klappt nämlich. Wir müssen so weit wie möglich nach oben. Ich muss die anderen Teile lockern. So, also das Ding erstmal nach oben fahren, habe ich gehört. Und dann von ganz oben einmal runterfahren lassen, oder was? Warte! So. So, und jetzt? Da liegt was und kann irgendwie darüber... Vielleicht hätte ich doch erst hier hingesollt. Ich drück mal diesen Knopf hier. Weil er kann immer in die Kamera da hinten rein und Bergungsgut bekommen, ja. Und wenn das schon geht, warum sollte ich es nicht versuchen? Okay, das ist schon ein bisschen extrem hoch. Wie soll man das denn machen, bitteschön? Drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Was labert die? Ich muss nur drei lockern. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Drei lockern? Hä? Drei lockern? Fräulein, ich verstehe nicht, was du mir damit sagen möchtest. So eine Scheiße. Check's nicht. Ich check's nicht. Ignorieren wir einfach mal dieses Zeug. Hast du schön gemacht. Was kannst du eigentlich, Bitch? Bitch,
please. Oh. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Mann. Warum sagt man mir denn sowas nicht? Moment. Jetzt nochmal einen hoch. Dann muss ich das ja irgendwie von der anderen Seite kaputt machen. Komm hoch. So. Da muss ich hoch. Komm schon. Aber wie komme ich da rein? Da muss ich irgendwie hin. Ich glaube nicht, dass ich hier einfach hochkomme. Da auch nicht. Dann wahrscheinlich hier hochklettern. Moment, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Ach, guck mal, hier ist es doch schon. Super! Also schön gemacht. Bravo, Missimo. Klick, klick, klick. Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Ja, schön, einen noch. Ja, wie komme ich da dran? Du Trottel. Trottelinchen, du. Probiere und probiere einfach nur aus. Moment, Leute. Ich muss den auf dieser Seite noch kaputt machen. Das war schon auf der richtigen Höhe, nehme ich an. Aber wie? Will ich da denn dran dann? Da dran kommen. Ich liebe ja Rätsel, die man nicht lösen kann. Hahaha. Mein Scherz. Irgendwie kann man das lösen. Aber wie soll ich bitte da hinkommen? Bringt mir hier alles null. Nada niente. Was soll das denn? Da krieg ich mal echt Krebs. Was soll das denn? Ach. Ich muss auf die andere Seite, Mann. Ja, Leute. Sieht schlecht aus gerade, ne? Also. Da weiß ich auch nicht, was ich kommentieren soll, wenn es so läuft, ja? Bitte. Was soll man denn dazu sagen? Ehrlich jetzt. Ich sehe keinen Eingang zu dieser Scheißlücke. Ich hasse ja sowas. Ich hasse es. Mach das doch mal ein bisschen offensichtlicher, ey. Da unten kann ich nicht. Ich kann das Ding jetzt auf 2, 3 und 4 fahren, aber ich komme niemals von hinten an diese Scheiße ran. Eine andere Leiter sehe ich auch nicht. Guck mal, ich kann... Ich wollte gerade sagen, ich kann fliegen. Kann ich hier vielleicht... Nein! Hey, hallo! Die drückt sich auch noch weg! Ich habe die ganze Zeit nach hinten gedrückt. Kann ich hier vielleicht runterspringen? Ja, ist klar, komm. Zufällig ist eine Megagrube. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen zusammenreißen und dann gucken, wie ich das Ganze hier lösen muss. Und ich hoffe, dass wir nächste Folge
in der nächsten Folge zum Ergebnis kommen. Ich kann ja hier jetzt noch ein bisschen rumprobieren, wenn ich nicht aufnehme. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ne? Bewertung etc. Und tschüssli. So, das war's für diesen Part. Es freut mich echt, dass du bis hierhin geschaut hast. Und wenn dir der Part gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und wenn nicht, dann einen Daumen runter. Und es würde mich freuen, wenn du das natürlich auch bei deinen Freunden irgendwie schaffst zu teilen. Falls du noch mehr sehen möchtest, kannst du gerne auf meinem Kanal stöbern oder guck dir einfach den vorherigen oder nächsten Part an. Bis dann, euer Cody.